Seit Anfang des Jahres wurde der Espace nur 209 Mal neu zugelassen. Das bedeutet, dieses Auto ist in Deutschland unbeliebter als Insolvenz anzumelden. Zur Einordnung, der VW Tiguan kam im gleichen Zeitraum auf über 11.000 Neuzulassungen. Warum fahren Leute lieber ein Unternehmen an die Wand als einen Espace nach Hause? Vor 20 Jahren war das Modell deutlich beliebter. Damals waren die Verkaufszahlen über 600% höher. Dabei kann der neue so viel mehr als der Van von damals. Der kann sogar bis zu 130 km/h rein elektrisch fahren. Die Mittelkonsole verschiebt sich einfacher als Unternehmensgewinne auf die Cayman Islands. Und die Fahrmodi lassen sich leichter wechseln als ein Insolvenzverwalter. Trotzdem ist er unbeliebt. Hier sind 5 Gründe, die erklären, woran es liegt. Doch vorher kommen 5 Gründe, die auf jeden Fall für dieses Auto sprechen. Am Ende verrate ich euch 3 interessante Alternativen. Grund Nummer 1, Flexibilität. Das ist die große Stärke von diesem Auto. Es gibt ihn als 5- und als 7-Sitzer. Und man kann die dritte und die zweite Reihe flacher klappen als meine Witze. Ich kann die Neigung der Lehne verändern. Relativ aufrecht oder entspannt. Und ich kann die Sitze verschieben. Soweit nicht außergewöhnlich, aber was ich außergewöhnlich finde, ist die enorme Beinfreiheit. Das Auto hat einen Radstand von etwas mehr als 2,70 Meter. Das ist gar nicht so außergewöhnlich. Aber der Platz im Innenraum ist es trotzdem. Ich habe hier wirklich sehr viel Platz. Grund Nummer 2, der Stauraum. Der Innenraum bietet bis zu 40 Liter verteilten Stauraum, davon 25 in der Mittelkonsole. Und hier lassen sich 2 Flaschen verstauen. Leider muss ich euch sagen, keines dieser Staufächer ist groß genug, um euren Lieblingsspeer dabei zu haben. Dafür ist hinten genug Platz, um ein kleines Motorrad zu transportieren. Bei umgeklappter Sitzbank ist die Ladelänge 1,85 Meter. Das ist immer noch zu kurz. Inzwischen drängt sich mir der Verdacht auf, Renault hat bei der Entwicklung dieses Autos nicht an Sperrbesitzer gedacht. Beim 7-Sitzer ist das Kofferraumvolumen 477 bis 1714 Liter. Beim 5-Sitzer ist es entsprechend ein bisschen größer. Der Platz reicht aus, um hier diagonal schlafen zu können. Wegen seiner Praktikabilität hat das Auto Platz 1 in der Kategorie Familienauto bei den CarWow Car of the Year Awards gewonnen. Grund Nummer 3? Die Fahreigenschaften. Ich habe hier einen 1,2 Liter Dreizylindermotor, unterstützt von 2 Elektromotoren. Die Systemleistung sind 199 PS. Diese Elektromotoren, naja, einer ist eigentlich nur so ein Startergenerator, wenn man ehrlich ist. Und der andere ist ein bisschen größer, der hat 68 PS. Das Drehmoment sind 230 Newtonmeter. Es geht in 8,8 Sekunden von 0 auf 100. Und die Höchstgeschwindigkeit sind 175 km/h. Ich kann hier meine Fahrmodi verändern und ich bin die ganze Zeit im Komfort. Und ich fahre überwiegend übrigens im Elektrobetrieb, wobei jetzt der Verbrenner hinzugeschaltet wird. Das macht er erst dann, wenn Bedarf gesehen wird. Überwiegend soll das Auto durchaus elektrisch fahren, bis zu 130 km/h. Sind möglich. Ich habe auch keine Möglichkeit, nur im reinen Elektrobetrieb zu fahren. Das war beim Nissan X-Trail beispielsweise anders. Das kann ich hier gar nicht erzwingen. Das Auto entscheidet immer für sich. Sportmodus, dann wird alles rot, aber ich habe keine Ahnung, was die Drehzahl ist. Ich sehe hier zwar etwas, was wirkt wie ein Drehzahlmesser, aber ich habe keine Angaben. Das Getriebe ist CVT, also hat keine herkömmlichen Gänge. Ich habe aber trotzdem Schaltwippen. Allerdings haben die keine Auswirkung auf das Getriebe, sondern nur auf die Rekuperation. Ich bin jetzt hier in diesem niedrigsten Setting und wenn ich jetzt hier ein paar Mal links, also runterschalte, wird die Rekuperation stärker. Kann der sogar anhalten? Nicht ganz. Aber der rekuperiert ziemlich stark. Es handelt sich also nicht um einen Plug-in-Hybriden. Dieses System soll übrigens in der Lage sein, 40% sparsamer zu fahren als ein herkömmlicher Verbrenner. Der Verbrauch bewegt sich damit konstant unter 5 Liter. Und das ist auch in der Realität möglich. Vor allem auf die Art und Weise, wie ich die ganze Zeit gefahren bin, da war jetzt sehr viel Stadtverkehr, sehr viel Start-Stopp dabei. Da ist er wirklich sparsam. Auf der Autobahn relativiert sich das. Aber im Grunde genommen kann man hier nicht meckern. Worüber ich übrigens auch nicht meckern kann, ist das Infotainment-System. Ich habe sogar ein Google Maps-Navi und das ist einfach fantastisch, weil es funktioniert. So gut wie das auf dem Smartphone. Und es gibt einfach nichts Besseres. Keine teure Eigenentwicklung notwendig, einfach Google und fertig. Die Bedienung ist überwiegend Touch. Aber die Felder sind groß und die Klimabedienung ist unten separiert, deswegen ist das gar nicht mal so nervig. Die Lenkung ist sehr leichtgängig, das Auto wirklich agil und wendig. Also eigentlich fährt es sich agiler als die Motorleistung. Also das passt nicht so ganz. Klar, der ist ein bisschen zäh über den Motor, über den Antriebsstrang, aber die Lenkung ist so direkt und das Fahrverhalten ist wirklich gut. Er taumelt ein bisschen, ist eine gute Mittelabstimmung. Ich finde, es ist ein tolles Reiseauto. Grund Nummer 4? Ist der Preis. Die Preise beginnen bei 43.500 Euro. Zum Vergleich, ein Kia Sorento Hybrid kostet ab 62.000 Euro. Die Leasingangebote für dieses Auto sind auch sehr interessant. Auf carwow.de findet ihr zum Beispiel Angebote ab 270 Euro im Monat. Grund Nummer 5, die Allradlenkung.
Diese Plakette verrät, dass er Allradlenkung hat. Bei den Ausstattungslinien Esprit, Alpine und Iconic ist sie serienmäßig an Bord. Bei Geschwindigkeiten bis zu 50 km/h lenken die Hinterräder bis zu 5 Grad entgegen der Fahrtrichtung. Dadurch verkleinert sich der Wendekreis von 11,6 auf 10,4 Meter. Ich mag den Espace, muss aber zugeben, dass nicht alles perfekt ist. Hier sind 5 Gründe, die gegen ihn sprechen. Und am Ende kommen noch 3 Modelle, die eventuell besser sind. So gut wie unseren Kanal abonnieren sind sie allerdings nicht. Macht das auf jeden Fall. Und wenn ihr gerade nach Neuwagen sucht, geht auf carwow.de. Egal was du suchst, bei CarWow findest du das Auto, das zu dir passt. Schnell, einfach und ohne Stress. Spare jetzt bei Autokauf und Leasing auf carwow.de. Grund Nummer 1. Es gibt nur einen Motor. Das, was dieses unangenehme Fiepgeräusch macht, ist die einzige Motorvariante, die es für dieses Modell gibt. Einen Diesel, einen anderen Benziner, das gibt es alles nicht. Man nimmt ihn oder man lässt es sein. Grund Nummer 2. Er ist kein Van, sondern ein SUV. Man könnte sagen, es ist die Schuld der Kunden, dass er kein Van mehr ist. Würden Kunden weiterhin Vans kaufen, würde es sie auch noch geben. Aber nein, sie wollen SUVs. Beim Design hat das seine Vorteile. Ich finde, das Auto sieht wirklich schick aus. Aber Design bringt in diesem Fall auch Nachteile mit sich. Die Fenster sind super klein und die Sicht nach hinten ist verschwindend gering. Die Kameras kompensieren das einigermaßen. Was sie aber nicht kompensieren, ist die dann doch relativ schlechte Sicht nach vorne. Vor allem, wenn man jetzt nicht parkt, sondern einfach normal fährt. Die A-Säule kombiniert mit dieser sehr hohen Front ist so unübersichtlich, dass man ohne Witz LKW übersehen kann. Die dritte Sitzreihe ist auch alles andere als prall. Wie ihr anhand der Laufschienen am Boden sehen könnt, ist der Sitz noch nicht mal ganz hinten, sondern nur so eingestellt, dass tatsächlich ein Mensch mit Beinen vor mir sitzen kann. Und das hat zur Folge, dass ich es eigentlich nicht mehr kann. Selbst für Kinder ist das eher so mittel. Das wäre bei einem Van auch besser. Das geht, ich bin sicher. Aber angenehm ist es nicht. Grund Nummer 3, geringe elektrische Reichweite. So, er ist jetzt auf rein elektrisch geschaltet. Wie lange bleibt er das? Leichter Gasfuß. Renault wirbt mit einer Reichweite für dieses Auto von 1100 Kilometern. Nicht rein elektrisch, wohlgemerkt, sondern insgesamt. Die reine elektrische Reichweite wird aber noch nicht mal angegeben. Seien wir ehrlich, die ist auch nicht sehr gut. Die Batterie ist nämlich nur 1,7 Kilowattstunden groß. Da kann nicht viel Energie drinstecken. Ich versuche jetzt einfach mal, die gesamte Energie hier zu verbrauchen. Und gut, ich fahre noch nicht schnell genug. Er rekuperiert jetzt aber auch ein bisschen was zurück. Noch bin ich im reinen Elektrobetrieb. Und für den Stop-and-Go-Verkehr ist das okay. Aber die Reichweite ist eben nicht sehr hoch. Und wenn dann der Verbrennungsmotor dazukommt, dann rumpelt es ziemlich. Nicht das Ende der Welt, aber es ist definitiv grobschlächtiger, als das noch beim Nissan X-Trail der Fall war, den ich neulich gefahren bin. Der hat das einfach fantastisch gemacht. Gebe ich mal ein bisschen mehr Gas und da ist er. Rum. Das Zusammenspiel von Elektromotor und Verbrenner, das funktioniert zwar, aber es ist auch da ein bisschen holprig. Das bedeutet, ich merke sogar im Gaspedal, wie dann teilweise so ein Versatz ist in der Leistungsabgabe. Fühlt sich an wie ein unglaublich altmodischer Turbolader aus den 80ern, wo man das Pedal tritt und dann vergeht wirklich fast eine Sekunde, bis die Leistung abgerufen werden kann, bis der Motor auf Drehzahl kommt und bis dann alles freigesetzt wird. Grund Nummer 4. Anhängelast. Katastrophal schlecht ist die Anhängelast nicht. Der Fünfsitzer darf 1,6 Tonnen ziehen, der Siebensitzer 1,5 Tonnen. Aber ein etwas größerer Wohnwagen könnte da schon Probleme machen. Dessen sollte man sich bewusst sein. Zum Vergleich, ein VW Tiguan darf 2,3 Tonnen ziehen und ein BMW X5 sogar 3,5 Tonnen. Da ist es dann auch kein Problem mit dem Pferdeanhänger. Grund Nummer 5. Es gibt keinen Allradantrieb. Der Espace ist das einzige Mittelklasse-SUV weit und breit, für den es keinen Allradantrieb gibt. Bei der Konkurrenz ist es auch so, dass die Standardversion mit Frontantrieb vorfährt, aber da gibt es zumindest die Option. Die gibt es hier nicht und trotzdem hat er Allradlenkung. Ich meine, das ist ja auch mit technischem Aufwand verbunden. Man könnte denken, Renault hat einfach vergessen, den einzubauen. Was soll man tun, wenn man mit diesem Auto nicht wirklich warm wird? Die offensichtliche Antwort wäre VW Tiguan, aber die will ich euch nicht geben. Stattdessen Nissan X-Trail. Vergleichbar mit einem samtig weichen Hybridantrieb, der meiner Meinung nach noch besser ist als der. Dann gibt es den Kia Sorento für alle, die ein bisschen mehr Geld ausgeben wollen. Und den Hyundai Santa Fe. Ist noch nicht auf dem Markt, ist aber ein ziemlich cool aussehendes Auto. Allerdings auch ein bisschen teurer als der. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann liked, abonniert den Kanal und geht auf carwow.de für die besten Preise für Neuwagen. Und hier könnt ihr andere Videos von uns schauen. Bis zum nächsten Mal.